Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video, zu dieser neuen Prognose, zu dieser neuen Konferenz. Der 34. Spieltag steht an. Ich habe ja mal wieder die Zeit gefunden oder mir die Zeit genommen, um was zu machen. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Der Fokus wird hier auf dem Abstiegskampf liegen. Das sind ja 4 Spiele, sind ja aus meiner Warte aus, so die interessantesten Dinge, die noch zu regeln sind. Frankfurt-Hoffenheim, 6. 7. entscheidet sich vielleicht noch was. Wer wird 7., wer wird 8.? Ja, gut, das sind aber dann Tabellenregionen, ja, die dann für den Außenstehenden nur so bedingt, sage ich mal, interessant sind. Ich hoffe trotzdem, das Ganze gefällt euch. Wenn irgendwo Tore fallen, wird natürlich auch rübergeschaltet. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten. Wenn es euch später gefällt, lasst doch einen Daumen und ein Abo da. Und wenn ihr keine Lust habt, macht es nicht. Trotzdem danke fürs Reinschalten und los geht's. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zur letzten Konferenz der Fußball-Bundesliga-Saison 2023-24. 4 Partien, wo es noch um den Klassenerhalt geht, da wird der Fokus drauf liegen, unter anderem hier in Heidenheim, da ist Köln zu Gast. Ein weiteres Spiel, wo es um den Klassenerhalt geht, Union Berlin gegen den SC Freiburg. Union aktuell auf Rang 16, sie müssen also nach unten noch schauen. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg von Köln würde es nach unten gehen, voraussichtlich. Deutlich besser sind da die Aussichten für den ersten FSV Mainz 05, aber sie können zumindest noch auf den Relegationsrang abrutschen. Wenn sie gewinnen hier in Wolfsburg, dann müssen sie nicht auf andere schauen. Also, das ist das Ziel der Gäste aus Mainz. Schauen wir weiter nach Bremen. Der VfL Bochum ist auf dem Papier in der besten Ausgangslage. Ein Punkt reicht, um den Klassenerhalt sicher zu machen beim SV Werder Bremen. Der durchaus Hochs und Tiefs hatte in der Rückrunde, ist es nicht unmöglich, aber leicht wird es sicherlich auch nicht. Beginnen wollen wir diese Konferenz in Heidenheim. Und da wären wir in Heidenheim zu Gast, der erste FC Köln. Heidenheim in Rot, von links nach rechts im ersten Durchgang, Köln in Blau. Es ist wirklich die allerletzte Ausfahrt, die Köln noch nehmen kann. Es muss viel zusammenlaufen oder zumindest einiges. Sie müssen sowieso gewinnen, Union Berlin muss verlieren. Dann spielt das Torverhältnis noch eine Rolle, also wir dürfen gespannt sein. Köln muss hier gewinnen, Köln muss auf Sieg spielen. Das dürfte hier in Heidenheim schwer genug werden. Da kann man sich sicher sein. Und jetzt haben wir das erste Tor in Bochum. Nicht in Bochum, aber für Bochum. 1:0 für die Gäste. Der VfL geht in Führung und das tut mal so richtig, richtig gut. Philipp Hofmann mit dem 1:0 für die Gäste. Zetterer, ja, etwas zu weit vom Kasten, aber der Steg platziert ein Hofmann einfach mit seiner Paradedisziplin. Da lässt er sich nicht beirren und nickt den dann Tor sehr Dortmund souverän ein. Dann geben wir ab nach Dortmund. Bitteschön. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Du spielst bald gegen Real Madrid im Champions League-Finale, wohl dem größten Clubturnier, das es auf der Welt gibt. Und jetzt liegst du zu Hause 0:1 zurück gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Darmstadt. Matthias Honsack macht das. Dortmund wieder gewohnt in B11-Manier, aber das ist trotzdem absoluter Irrsinn. Selbst diese Mannschaft, die ja auch nicht schlecht gespielt hat gegen Augsburg, da einen guten Auftritt hingelegt hat, liegt jetzt hier aber zurück gegen die Lilien. 0:1, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir blicken mal nach Stuttgart. Hier geht es für beide Teams um nichts mehr, ebenso wie in Dortmund. VfB Stuttgart
ja, mit einer fantastischen Serie und jetzt hier mit der ersten guten Chance. Ito kommt hier zum Kopfball gegen Gladbach. Die Fohlenelf, die sich nach einer sehr durchwachsenen Saison am letzten Spieltag retten konnten, sind hier zu Gast. Da ist nicht mehr besonders viel zu erwarten. Stuttgart wird sicherlich nochmal den Sieg einfahren wollen. Aber wenn was passiert, melden wir uns ab nach Berlin. Wo der SC Freiburg gerade kommt, sitzt Doan auf Eggestein. Er wird erstmal geblockt. Toussaint befördert den Ball dann aus der Gefahrenzone. Es ist ja wirklich für Union Berlin sehr knifflig. Gehst du auf Sieg, dann hast du die Möglichkeit, direkt drin zu bleiben. Aber wenn du dann einen kassierst und parallel Köln den Treffer macht, dann sitzt man ganz tief in der Patsche. Also es ist einiges möglich. Freiburg hat hier aktuell das Zepter, das Tor des Handelns in der Hand. Und wir haben ein Tor in Bremen. Das wollen wir uns anschauen. Wow, also der VfL Bochum, der sagt mal gar keinen Bock auf zweite Liga in der nächsten Saison und Cetera. Fliegt da ein bisschen durch den Fünfer. 0:2. Philipp Hofmann erhöht für die Gäste. Das kann man mal durchaus so machen. Richtig starke Anfangsphase der Bochumer, die hier, ja, den SV Werder Bremen so ein bisschen schwindelig spielen. Und das jetzt eben zum zweiten Mal auch erfolgreich. Also wenn es so weitergeht, dann hat Bochum gar keine Sorgen und kann schon zur Halbzeit die Sektkorken knallen lassen. Natürlich nur im übertriebenen Sinne und dann auch, wenn alkoholfrei. Tor in Berlin! Jetzt haben wir auch den ersten Treffer in Berlin. Bitteschön. Union erhöht den Druck auf die Konkurrenz. 23. Minute. Die Eisernen gehen in Führung. Da ist die Mitte sowas von offen und Andras Schäfer lässt sich das dann im 1 gegen 1 mit Atubulu nicht nehmen. Setzt den da schön rein, kann Atubulu nichts machen und das setzt, ja, Mainz unter Druck. Köln kann dann eh nichts mehr ausrichten, aber Mainz muss echt aufpassen. Aber erstmal schauen wir nach Heidenheim. Wie reagiert der SFC Köln? Ihm bleibt ja nicht viel anderes übrig, als hier weiter zu machen, weiter zu spielen und irgendwie die Möglichkeit aufrechterhalten. Und das war doch mal jetzt eine gute Chance. 24. Minute. Da hat nicht so viel gefehlt. Kevin Müller kann aber parieren. Wert ab zum Eckstoß, den Linden Meiner gleich reinbringen wird. Köln hat einfach zu spät angefangen, alles reinzuwerfen. Und es ist wahrscheinlich so, dass die Heimniederlage gegen Darmstadt am Ende den endgültigen Stoß gesetzt hat. Der tat extrem weh, dieser Niedergang. So kann man es ja möglicherweise schon bezeichnen. Heidenheim hingegen als Aufsteiger, als Debütant in der Bundesliga spielt eine klasse Saison, ist absolut gesichert. Kann man ja auch noch rechnen, geht da noch irgendwie was mit Conference League, aber da denken die sicherlich relativ wenig drüber nach. Die wollen dieses Spiel gewinnen, das merkt man, aber Köln hält gut dagegen. Halbe Stunde hier gleich von der Uhr, hier nochmal die Chance von Ljubicic und wir schauen mal in Sinsheim vorbei. Ja, hier wird tatsächlich auch gespielt. Der FC Bayern München ist zu Gast. Aber tabellarisch ist es hier aus Hoffenheimer Sicht interessanter. Man kann noch an Frankfurt vorbeiziehen. Das heißt, man könnte den 6. Tabellenplatz erringen. Und der kann ja gegebenenfalls, sollte Dortmund die Champions League gewinnen, für die Champions League reichen. Beziehungsweise wenn Dortmund die Champions League gewinnt, dann reicht er für die Champions League. Und diese Möglichkeit aus Hoffenheimer Sicht, Sechster zu werden, die wird man dann gerne beim Schopfe packen. FC Bayern München aber schon hier die bessere, die dominantere Mannschaft. Tell hier gerade per Kopf, aber relativ ungefährlich nach dieser ganz gut getretenen Ecke. Hoffenheim wartet erstmal ab, versucht nicht viel zuzulassen. Auch da spielt dann am Ende möglicherweise das Torverhältnis nochmal eine Rolle, also es trennt sie nicht viel von Frankfurt. Das 6:0 gegen Darmstadt am vergangenen Wochenende hat da schon ziemlich viel
geleistet, aber ganz so weit sind wir ja natürlich noch nicht. Und der FC Bayern will sicherlich diese äußerst turbulente und ja doch unterm Strich unerfolgreiche Saison harmonisch abschließen. Und jetzt kriegt Müller da einen von hinten in die Beine. Recht hartes Einsteigen, das wird auch so von Choupo-Moting gedeutet, gibt aber dann doch nur die gelbe Karte. Ja, vielleicht Anton Stach mit der Möglichkeit, Müller zu verletzen und dann doch in den EM-Kader zu rücken, man weiß es nicht. Speis beiseite, das war natürlich ein überhartes Einsteigen und wirkt logischerweise auch mit der gelben Karte geahndet. Und den Freistoß, ja, den nehmen wir noch kurz mit. Wahrscheinlich werden wir nicht allzu viel mehr hier sein, es sei denn, hier fallen noch Tore um Tore. Ansonsten wollen wir uns dann eben auf den unteren Tabellenbereich konzentrieren. Aber dieser Freistoß, er könnte ja was bringen und dann die Frankfurter daheim gegen Leipzig aufatmen lassen. Kimmich, ja, in die Arme von Baumann. Wir schalten weiter wieder in die Hauptstadt nach Berlin. Wo Union gerade einen unnötigen Freistoß verursacht und da hatte ja Freiburg in der Vergangenheit durchaus so seine Stärke. Vincenzo Grifo legt sich den Ball zurecht, die Mauer stellt sich, dieses 1:0 geht durchaus in Ordnung, aber Freiburg immer wieder mit Nadelstichen. Grifo bringt den rein auf den Elfmeterpunkt und Gregoritsch macht das 1:1. Kalte Dusche für Union, weil sich da, meine ich, Renault ein bisschen verschätzt. Ja, kommt nicht raus, bleibt nicht drin und dann sieht er ganz alt aus. Guter Kopfball auch von Gregoritsch auf jeden Fall. Aber, wenn Renault da nicht so komplett deplatziert im Fünfer rumirrt, dann kann er da vielleicht sogar auch noch was machen. Tor in Frankfurt. Ja, 1:1 hier, Tor in Frankfurt. Bitteschön. 1:0 für die Gäste. Xavi Simons macht es. In der 38. Spielminute Frankfurt, ja, fängt dann vielleicht doch nochmal das Zittern an um Tabellenplatz 6, dass man sich dann auf die Bayern verlassen muss. Puh, aber das war gut gemacht von Simons, ja, mit links eingeschweißt, unten rechts rein. Der krönt eine herausragende Saison. Nicht mehr und vor allem auch nicht weniger. Frankfurt spielt hier durchaus gut mit, aber Leipzig schon die etwas bessere Mannschaft. Jetzt vielleicht der Gegenzug über Knauf auf der linken Seite. Der bleibt an Simakan allerdings hängen. Tor in Dortmund. Und wir haben den nächsten Treffer in Dortmund. Das wird doch wohl der Ausgleich sein, oder? Nee, es ist nicht zu fassen. Es ist nicht der Ausgleich. Es ist das 0:2. 42. Minute, Wilhelmsson. Boah. Also der BVB, ja, das ist eine ganz, ganz andere Mannschaft, die dann im Champions-League-Finale auf dem Feld stehen wird. Aber das ist ja auch immer noch, ja, letzter Spieltag gegen den Tabellenletzten. Marco Reus, ne, muss man gar nicht mehr viel zu erzählen, aber sich hier so zu präsentieren und der Treffer steht 0:2, das tut richtig weh. Und so kann sich doch Reus nicht hier verabschieden. Das wird ihm nicht gerecht. Da muss sich doch die Mannschaft jetzt mal ein bisschen nochmal zusammenreißen. Beino Gittens mit der Flanke. Clara kann den aber erstmal klären. Reus erobert ihn aber wieder für Youssoufa Moukoko. Moukoko! 1:2. Vorlage kommt von Marco Reus, der sich da im Zweikampf durchsetzt. Ja, das ist doch das, was wir sehen wollen. Und dann Moukoko schön vorbeigelegt und reingelegt. Und da sieht man vor allem auch diese Darmstädter defensive Anfälligkeit, die Dortmund bislang zu selten ausgenutzt hat. Zugegeben hatte Darmstadt jetzt auch nicht mehr Torchancen als die beiden, die jetzt hier zu den Treffern geführt haben. Und trotzdem, naja, wir haben schon viel über den BVB gelästert. Es ist noch alles drin. Es steht nur noch 1:2. Wie schaut's denn in Stuttgart aus? Da läuft's noch als einziges, höre ich. Ja, bis zu diesem Moment. Es steht 0:0.
Und damit beenden wir die erste Halbzeit dieser Konferenz und schauen kurz auf die Ergebnisse. Dann geht's gleich weiter in Durchgang 2. Bis gleich. Ja, so sieht aktuell die Tabelle aus und ihr seht es. Ein Tor für Union und ein Tor für Wolfsburg. Dann würde sich da unten ein bisschen was drehen. Köln, ja, muss sowieso gewinnen. Dann ein Gegentor für Union. Naja, das ist alles Spekulation und es ist nur eine Prognose. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Die zweite Halbzeit geht jetzt weiter. Meine Stimme gibt langsam nach, aber ich hoffe, das könnt ihr mir irgendwie verzeihen. Viel Spaß mit Durchgang 2. Da sind wir zurück in der Konferenz, starten in Leverkusen. Ich weiß gar nicht, ob wir bisher überhaupt schon hier waren in der Bayer-Arena beim deutschen Meister dieser Saison. Aber ja, es ist auch nichts passiert. Es steht 0:0. Es ist ein lauer Sommerkick, aber Leverkusen kommt ganz gut aus der Pause, wie es scheint. Und wie es scheint, so ist es auch. 49. Minute. 1:0 für Leverkusen. Ezequiel Palacios macht es hier, bringt Leverkusen in Front und es scheint dann tatsächlich diese ungeschlagene Bundesliga-Saison zu werden. Wie das dann international und im nationalen Pokal, im DFB-Pokal aussieht, werden wir sehen. Hier steht es 1:0, wir wechseln nach Wolfsburg. Ah, Mainz muss aufpassen, da haben sie mal richtig gezittert, als Union zwischenzeitlich geführt hat. Und sie machen ja auch kein besonders gutes Spiel, der VfL Wolfsburg ist gut drin. Thiago Thomas mit dem 1:0 für die Wölfe. Oh, wow, wow, Mainz 05, aufpassen, aufpassen. Wolfsburg kommt gut rein in Durchgang 2 und da belohnen sie sich auch prompt. Und Mainz wird jetzt sicherlich hier und da nochmal einen Blick mehr Tor an Leverkusen nach Köpenick. Und wir haben den nächsten Treffer in Leverkusen. Ah, geht ja jetzt ein bisschen besser los. Der Ausgleich, 53. Minute. Wer hätte damit rechnen können? Boah. So frei kann man dann erstmal zum Abschluss kommen. Philipp Tietz hat man jetzt von Leverkusen auch noch nicht so häufig gesehen, dass es in der Art und Weise schwach verteidigt ist. Aber soll vorkommen, vielleicht macht ja Augsburg doch noch Leverkusen einen Strich durch die ungeschlagene Saison. Wir lassen uns überraschen, aber viel spannender ist es woanders. Ab nach Bremen. Ja, es ist hier durchaus spannend, aber man muss sagen, die zwei Tore von Bochum in der Anfangsphase, wo es dann nach nicht mal 20 Minuten eben schon diesen Spielstand hier inne hatte, die haben doch ein bisschen Luft rausgenommen. Werder Bremen hat jetzt auch nicht mehr so richtig die hundertprozentige Motivation, das hier umzudrehen, wenn man sich das ganz genau anschaut. Und Bochum verteidigt es jetzt kompakt, macht aber sicherlich nicht den Fehler wie teilweise unter Letsch, dass man dann alles Offensive rausnimmt und noch ein Innenverteidiger und noch drei Liberos und nee, das machen sie hier nicht. Die spielen immer noch weiter mit und so läuft hier gleich die 60. Minute. Sieht gut aus für den VfL Bochum. Das dürfte der Klassenerhalt sein. Tor in Sinsheim. Und wir haben ein Tor in Sinsheim. Bitteschön. Muss Frankfurt jetzt richtig zittern um Platz 6? Nee. Frankfurt darf jetzt erstmal ein bisschen durchpusten und sich über ein Bayern-Tor freuen. Hat man ja auch nicht so oft diese Konstellation, aber jetzt dürfte es tatsächlich so sein. Aus Eintracht-Sicht Konrad Leimer markiert aus dem 16er Halbkreis das 1:0 für die Gäste, die hier einen ordentlichen Auftritt hinlegen. Sich jetzt auch nicht Arme und Beine rausreißen. Aber verdient führen. 0:1 hier, wir springen nach Heidenheim. Kommt nochmal was von Köln. Ja, also die Vorzeichen gerade sind wie ja zu Spielbeginn. Hier unentschieden und bei Union unentschieden.
Und Heidenheim, die haben noch Lust, die möchten diese Saison zu Ende spielen. Da wird nicht irgendwie auf Halbgas gespielt. Nein, Frank Schmidt Fußball kennt eigentlich nur eine Richtung. Und die, ja, heißt vorwärts. Jetzt erstmal ein Wechsel. Adamian kommt für Tigges, der jetzt nicht so viel bedient wurde. Es, ja, war tatsächlich mehr ein Spiel auf dem Boden. Und das ist jetzt nicht unbedingt Tigges Stärke. Bei allem Respekt, aber ja, das wird man dann noch schauen, ob Adamian hier nochmal treffen kann. Marcel verliert den Ball. Dingchi, Dingchi! 1-0 Heidenheim. Oh, oh, oh. Schon ein bisschen abseits verdächtige Position, aber da vertrauen wir dann mal dem Schiedsrichtergespann. Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht, aber ja, Hübers scheint es da aufzuheben. Und Dingchi macht das 1-0 für Heidenheim. Und schießt damit, so weh dieser Satz auch tut, Köln ein Stück weit in Richtung Liga 2. Und natürlich, das ist da nicht heute das Spiel, in dem das passiert. Das ist eine ganze Saison, eine ganze große Zusammenkunft aus unglücklichen Umständen. Ja, aber es tut trotzdem immer weh, wenn ein Club wie dieser absteigt. Vielleicht aber überraschen sie einen doch nochmal. Zum Runterkommen jetzt erstmal nach Leverkusen. 2-1 für Bayer 04. Es wird also doch nichts mit der ersten Niederlage am 34. Spieltag. Aller Voraussicht nach. Der FC Augsburg spielt gut mit, kann sich hier aber nicht richtig befreien. Und Jonas Hofmann markiert dann den 2-1 Führungstreffer für Leverkusen. Kubek kann nichts machen, zu platziert dieser Schuss. Ja. Tor in Wolfsburg! Und Tor in Wolfsburg, das gucken wir uns an. 2-0 für den VfL Wolfsburg. Doppelpack Thiago Thomas, weil Mainz hier war ganz, ganz schlecht verteidigt. Das ist ja eine Katastrophe. Was macht Robin Zentner da? Und jetzt muss Mainz echt aufpassen. Ein Union-Tor und das heißt Platz 16. Platzverweis in Frankfurt. Aber jetzt haben wir erstmal einen Platzverweis in Frankfurt. Leipzig ist nur noch zu 10. Šeško haut Rode um. Ja, ein kleines Abschiedsgeschenk. Vielleicht diese Grätsche, aber mal sowas von unnötig. Rode kann weitermachen. Ja, er und Hasebe werden den Verein zum Saisonende zumindest als Spieler mal verlassen. Aber vielleicht haben sie ja jetzt zumindest dann nochmal die Chance, mit einem 1-1 den 6. Tabellenplatz festzumachen. In Überzahl sollte das ja durchaus möglich sein. Ist aber erstmal Leipzig. Raum auf Simmons. Und Simmons kopiert sein Tor zum 0-1. 75. 0-2. Und die Eintracht, ja, unterstreicht mal so richtig die seltsame Saison, die man hatte. Und so, ja, geht's weiter für Frankfurt. Daumen drücken für den FC Bayern München, dass Hoffenheim das Ganze nicht noch dreht. 0-2 hier ist relativ schlecht. Das ist ungünstig für Frankfurt. Naja, schauen wir erstmal wieder nach Berlin. Die brauchen ja nur noch einen Treffer. Ja, die brauchen nur noch einen Treffer für Tabellenplatz 15. Und sie kommen. Tusa Juranovic mittlerweile auf dem Feld. Viertelstunde knapp noch zu spielen. Gosens. Juranovic. Union drückt Freiburg hinten rein und Makengo verursacht einen Eckball. Und da werden die Mainzer Daumen aber gedrückt sein für den Sportclub, dass hier jetzt nichts mehr anbrennt. Oder dass es zumindest bei diesem 1-1 bleibt, weil Relegation möchte Mainz ja jetzt auch nicht unbedingt spielen. Günther erstmal dazwischen, nochmal dazwischen. Aber Union bleibt dran, gewinnt gerade die zweiten Bälle. Aaronson, Kevin Volland!
Wow, und Atubolo mit einer Glanzparade in der 81. Minute. Viel gescholten, ja. Aber ultra jung und, wenn ich mich nicht täusche, 10-0 gespielt in dieser Saison. Das ist ein absoluter Top-Wert. Da folgt da Radetzky wirklich auf den Fuß. Aber Union ist dran. Wieder Volland und Eggestein. Ja, den hätte er wahrscheinlich auch so austrudeln lassen können. Es gibt erneut Eckball für Union, aber diesmal von der anderen Seite, während Philipp raufkommt und Doan das Feld verlässt. Union ist hier drauf und dran, das 2:1 erzielen. Es liegt in der Luft, dieser Führungstreffer. Und der wäre so befreiend, so wie die Aktion von Kübler jetzt erstmal. Wieder Juranovic, das gibt's ja gar nicht. Volland, dann Trimmel. Wir bleiben jetzt auch hier erstmal ein bisschen drauf auf dem Spiel, denn hier hängt eigentlich alles von ab. Bochum ist gerettet, Köln, ja, ist quasi weg und Mainz liegt auch 2:0 hinten. Union braucht einen Treffer für den sicheren Klassenerhalt, das ist doch das Interessante hier. Jetzt aber erstmal wieder Freiburg. Makengo, was für ein Fehlpass, aber Tor in Leverkusen holt ihn wieder und wir haben einen Treffer in Leverkusen, den holen wir uns ab. Es ist vollbracht und es ist eigentlich fast klar, dass es Florian Wirtz sein musste, der den Strich unter diese, ja, nahezu perfekte Saison setzt. 3:1 für Bayer Leverkusen. Wunderschönes Tor. Augsburg hat sich nichts vorzuwerfen, aber wird hier auch als Verlierer vom Platz gehen, das ist ganz Tor in Dortmund! Klar, und jetzt haben wir doch in Dortmund noch einen Treffer. 3:1 für Darmstadt? Nein, es ist das 2:2. Aber es ist nicht Marco Reus, wir können wieder runterkommen und nichtsdestotrotz, das wird diesem Marco Reus sehr, sehr gut tun. Es wird ein versöhnlicher Abschluss aus der Fußball-Bundesliga, weil Daniel Mahlen in der 88. Minute für den Ausgleich sorgt. Nochmal eine gute Leistungssteigerung. Eigentlich hätten sie auch schon lange führen können, aber 2:2 ist erstmal wichtiger. Zurück nach Berlin. Jetzt Freiburg gerade mal so ein bisschen festgesetzt in der Hälfte von Union Berlin. Gregoritsch, Schöffler und Zollei. Der hat das eigentlich im Fuß, Roland Salai. Knapp vorbei, boah, fälscht der Schiedsrichter fast den Ball noch ins Tor ab. Das wäre eine kuriose Geschichte gewesen. Letzte halbe Minute läuft. Union braucht den Treffer, sonst ist es Platz 16, ziemlich sicher. Und sie kriegen ihn nicht mehr. Union geht aller Voraussicht nach in die Relegation gegen Wolfsburg. Düsseldorf, jetzt haben wir nochmal einen Treffer in Wolfsburg. Bitte. Thiago Thomas Dreierpack. Oh Mann. Wolfsburg. Jetzt zeigt ihr am 34. Spieltag, was vielleicht möglich gewesen wäre. Das ist ein gutes Spiel, das ist ein tolles Spiel von Wolfsburg. Mainz ist aber auch schon mit dem Kopf nicht mehr da. Wahrscheinlich jetzt gerade nebenbei mitgekriegt, dass Union 1:1 gespielt hat. Da gehen die Köpfe dann natürlich aus. Mainz kann sich freuen. Sie bleiben in der Spielklasse. Im Gegensatz zu Köln wahrscheinlich. Ja, die letzten Bundesliga-Minuten für zumindest mal ein Jahr. Sie verstreichen just in diesem Moment. Bittere Enttäuschung bei Köln. Heidenheim hat hingegen eine tolle Saison gespielt, aber die Geißböcke, sie sind verdient abgestiegen. Da kann man nichts anderes zu sagen und trotzdem werden sie dieser Bundesliga fehlen. Es ist, wie es ist. Vielleicht kommen sie ja stärker zurück. Das soll es gewesen sein aus der Konferenz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Jo, und hier noch einmal ganz kurz im Überblick die Ergebnisse und die Tabelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Prognosen zur Europameisterschaft, wenn ihr daran interessiert seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und haut rein.